Mathilde von Belgien, Königin mit eigener Agenda. Ladies and Gentlemen. Die Ziele der Vereinten Nationen für eine nachhaltige Entwicklung sind Hoffnung für unsere Zukunft. Dafür kämpft sie. Im Ausland und daheim in Brüssel. Es ist ihr Ernst damit. Der Königliche Palast in Brüssel. Oui. Das Büro der Königin. Heute muss sie einer alten Tradition entsprechen. Geburtstagskarten unterschreiben für belgische Bürger, die demnächst ihren 100. Geburtstag feiern. Niemand darf dabei stören. Oh. Und das ist mein Echtgenoot. Tschüss, Ecke. Seit 2013 ist Mathilde Landesmutter der Belgier, First Lady der Nation. Etwas Glamour gehört zum Berufsbild. Aber was kann das Volk noch von seiner Königin erwarten? In der belgischen Verfassung steht dazu nichts. Sie ist die Königin der Belgier, nicht die Königin von Belgien. So sehen es die Menschen. Diese Rolle hat sie angenommen. Aber in einem modernen Königtum geht es nicht nur um Titel und Aussehen. Am Ende zählt allein, was dabei rauskommt. Schloss Laeken, Wohnsitz der Königsfamilie. Die Vorbereitungen für das abendliche Bankett laufen. Es ist der erste Staatsbesuch eines französischen Präsidenten seit 47 Jahren. Monsieur Macron. Als Dame des Hauses kümmert sie sich auch um Details. Ermunterung für die Azubis der Hotelfachschule. Bonne chance à vous. Viel Erfolg. Ich bin mir ganz sicher, dass das ganz fantastisch wird. Wir werden uns anstrengen, um den Franzosen zu zeigen, was wir hier in Belgien auf die Beine stellen. Mathilde ist total perfektionistisch. Sie fordert von sich alles, aber auch von anderen, ihren Mitarbeitern zum Beispiel. Sie erwartet von ihnen genauso viel Hingabe und Professionalität wie von sich selbst. Am Abend klappt dann alles wie am Schnürchen. Gelten doch Staatsbesuche als Gradmesser für die Beziehungen zwischen den Ländern. Und was es bedeutet, wenn nicht nur ein König ein Land repräsentiert, zeigen solche Bilder. Königin sein ist ein Beruf, für den man nicht auf frühere Erfahrungen zurückgreifen kann. Sie muss all ihre Begabungen einsetzen. Eine Stellenbeschreibung gibt es nicht. Abgesehen von den Auftritten an der Seite des Königs hat die Königin jede Menge eigener Aufgaben. Und so erreicht das Königshaus viel mehr Menschen und hat eine viel größere Strahlkraft. Eine moderne Monarchie ist Teamarbeit. Doch er ist der König, Philippe. Die Nummer eins im Lande, wenn auch ohne politische Macht. Der König unterschreibt die Gesetze, moderiert die Regierungsbildung, fördert den Zusammenhalt des Landes. Die Königin ist seine beste Kraft im Außendienst. 250 offizielle Termine nimmt sie jährlich wahr. Zwar ist die Nummer 2 in der Verfassung nicht erwähnt, aber gerade das eröffnet Spielräume für eigene Themen. Zum Beispiel Kinder. Sie will sie stark machen gegen Mobbing. Dass sie einst Psychologie studierte, kommt ihr hier zugute. Im flämischen Mechelen lernen Schüler offen, mit dem Thema umzugehen.
Ich denke, durch ihre Anwesenheit zu sehen. Mit ihrer Anwesenheit macht sie auf das Problem aufmerksam. Und die Kinder finden es toll und werden ermutigt, darüber zu sprechen. Und am Ende wollten sie die Königin umarmen. Stoppt Mobbing, singen die Kinder. Mit den neuen Medien sind neue Gefahren ins Kinderzimmer eingezogen. Viele sind den Hasskommentaren im Netz schutzlos ausgeliefert. Die Königin will das nicht akzeptieren und hat die Initiative ergriffen. Ja, pesten ist ein Vorbild von so einem Mobbing. Ein wichtiges Thema. Die Königin versteht die Traumata, die da entstehen, weil sie eine Ader hat für die betroffenen Kinder, weil sie sich für ihre geistige Gesundheit interessiert. Die zwei finden mekaar natürlich, bijvoorbeeld in het onderwijs. Mobbing kann ja dramatische Folgen haben, bis hin zum Selbstmord bei den Jugendlichen. Zelfdoding van jongeren. Vous les jeunes. Ihr Jugendlichen, ihr seid oft online. Il n'y a rien de mal à cela. Bei Facebook, die erste Videobotschaft der Königin. Mathilde appelliert an die Kinder in ihrer Sprache und fordert gegenseitigen Respekt. Internetmobbing, das ist das Allerletzte. Das ist eine sensible Angelegenheit. Das Königshaus darf sich eigentlich nicht ohne die Rückendeckung der Regierung äußern. Wenn sich die Königin also so an die Öffentlichkeit wendet, dann weiß jeder, oh, das ist etwas Außergewöhnliches. Ortswechsel. Davos in der Schweiz. Alljährlich Schauplatz des Weltwirtschaftsforums. Hierher kommt, wer etwas zu sagen hat. Es geht um die Zukunft unserer Erde, ökologisch, wirtschaftlich, politisch. Königin Mathilde ist Stammgast. Sie ist ein Vorbild. Und hat Erfahrung damit, über die Themen so zu sprechen, dass alle sie verstehen. Als UN-Botschafterin erreicht sie die Herzen und den Verstand der Menschen, wirbt für unsere Ziele. Ihre Stimme zählt in der Welt. Seit 2016 ist Belgiens Königin UN-Botschafterin. Mit anderen Prominenten wirbt sie für die großen Nachhaltigkeitsziele, wie Kampf gegen Hunger und Armut, für Gesundheit, Bildung, Klimaschutz. Die sogenannte Agenda 2030. Die Königin hat sich eingearbeitet. Nur so kann sie überzeugen. Kein Land der Welt kann das alleine schaffen. Es ist allen klar, dass wir zusammenarbeiten müssen, um diese Ziele zu erreichen. Genau das ist die Botschaft der Königin. In Belgien hat sie bereits viele Vertreter der Wirtschaft für das Thema Nachhaltigkeit gewinnen können. 2030 ist schon morgen. Die Welt muss sich jetzt ändern, sagt die Königin. Das kommt ihr leichter über die Lippen als so manchem Politiker. Die UN hat sie berufen. Viele Menschen schätzen ihre Überzeugungskraft und ihr Engagement. Wir hier in Belgien sind sehr stolz, dass sie diese Rolle übernommen hat. Mathilde ist angekommen in ihrem Leben als Königin. Das begann, als ihr Mann Philipp 2013 zum König ausgerufen wurde. Er ist nun Staatsoberhaupt von 11 Millionen Belgiern, auch deutschsprachigen. Ich schwöre, die Unabhängigkeit des Landes zu erhalten und die Unversehrtheit des Staatsgebietes zu wahren. Wir waren auf Sendung von frühmorgens bis Mitternacht, beinahe 24 Stunden nonstop. Wir haben über jede Minute dieses Tages berichtet. Und
Natürlich war es der König, der den Thron bestieg, aber an seiner Seite immer Mathilde. Ohne offizielle Rolle, klar. Aber sie gehört zum königlichen Team. Man hat den Eindruck, sie tragen die Krone zu zweit und dass sie ihren Job liebt. Ein neues Kapitel in der Geschichte Belgiens. Auf den Tag genau 182 Jahre, nachdem ein deutscher Prinz aus Oberfranken erster König der Belgier wurde. Im königlichen Palast in Brüssel sind die Spuren der deutschen Ahnen allgegenwärtig. Heute ist Königin Mathilde hier Hausherrin. Sie empfängt uns exklusiv. Bonjour, Madame. Bonjour, Majesté. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen, im königlichen Palast von Brüssel. Die Königin zeigt uns auch die deutschen Ahnen im Salon Coburg. Sich mit den Vorfahren auszukennen, gehört zu ihrer Jobbeschreibung.1831 wurde König Leopold erster König der Belgier. Er heiratete eine Prinzessin von Orléans, Louise Marie, Tochter des französischen Königs Louis-Philippe. Qui est donc une des filles de Louis-Philippe, roi des Français. Das hier sind seine Eltern, Herzog Franz von Sachsen-Coburg und seine Frau, Prinzessin Reuss. C'est son épouse, la princesse Reuss. Durch geschickte Heiratspolitik steigen die Coburger auf zur bedeutendsten Dynastie Europas. Nicht zuletzt durch die Heirat von Leopolds Neffen Albert mit der britischen Queen Victoria. Den Rest der Geschichte kennt man. Sie führten eine glückliche Ehe mit vielen Kindern, die ihrerseits in die europäischen Königshäuser verheiratet wurden. Ein Bild gefällt der Königin besonders. Das Gemälde, das Sie hier sehen, soll von Leopold I. stammen. Es zeigt eine erfundene Stadtszene. Leopold hatte Talent und malte gerne. Und diese Begabung gibt es immer noch in der Familie. Ja, das Talent zu malen. Mein Mann hat wirklich diese große Begabung. Naja, ich bin natürlich nicht sehr objektiv, aber ich schätze sein Talent sehr. Mathilde ist die erste belgische Königin aus Belgien. 1973 geboren, als Mathilde Dudekem-Dacoz, aufgewachsen in einem Schloss in Wallonien. Der Vater von belgischem Adel, die Mutter eine polnische Gräfin. Die Kindheit in den Ardennen hat sie geprägt. Eine Landschaft voller Erinnerungen an die großen Schlachten in den beiden Weltkriegen. Wer hier aufwächst, hat den Mantel der Geschichte gespürt. Ihr Elternhaus wurde während der Ardennenoffensive teilweise zerstört. Das ist eine Region, die vor allem unter dem Zweiten Weltkrieg sehr gelitten hat. Auch wenn Königin Mathilde nicht der Kriegsgeneration angehört, sie kennt das Land und seine Geschichte, politisch, sozial und kulturell. Im Ersten Weltkrieg war Flandern ein riesiges Schlachtfeld. Im flämischen Ypern am Menengate gedenkt man seit 1924 allabendlich der Opfer des Krieges. Zum Gedenktag des 100-jährigen Kriegsendes 2018 kommt auch das Königspaar. Die Blütenblätter erinnern an die Mohnblumen, die bei Kriegsausbruch in den Feldern blühten. Hunderttausende ließen hier ihr Leben. Die Urkatastrophe, auch für Belgien. Ihre Vorgänger hatten vor 100 Jahren alles versucht, um genau dies zu verhindern. Brüssel 1914. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs will Deutschland nach Frankreich marschieren, auch durch das neutrale Belgien. Im königlichen Palast herrscht damals Albert I. Seine Frau Elisabeth ist ein Import aus Bayern, eine Nichte Kaiserin Sissis.
eine Wittelsbacherin und ein Coburger. Trotz ihrer deutschen Abstammung sind sie Belgier und wollen die belgische Neutralität verteidigen und dabei einen Krieg verhindern. Für Albert und Elisabeth ist ein Krieg unvorstellbar. Und deshalb schreiben sie an den deutschen Kaiser. Auf Deutsch. Eure Majestät und lieber Vetter, seit über 80 Jahren, dass Belgien unabhängig ist, hat unser Land seine internationalen Pflichten gewissenhaft beobachtet. Eure Majestät haben uns die Versicherung gegeben, die Neutralität Belgiens zu respektieren. Mit diesem Vertrauen bleibe ich stets dein treu ergebener Vetter Albert. Und man muss sich das mal vorstellen. Im königlichen Palast. Albert schreibt den Brief und Elisabeth nimmt ein Wörterbuch zur Hand, um sicher zu sein, dass sie auch die richtigen Worte finden, um den Frieden zu retten. Vergebens. Am 4. August 1914 marschieren deutsche Soldaten in Belgien ein. Am 20. August besetzen sie Brüssel. König Albert hat mit seinen Soldaten die Stadt 3 Tage vorher verlassen. Sich zurückgezogen an die belgische Küste. Königin Elisabeth begleitet ihn und seine Truppen, ungewöhnlich damals. Sie haben sich auch über Konventionen hinweggesetzt, zum Beispiel die Tradition, dass man eben dann in der dritten Person von die Königin oder der König spricht, haben die beiden nicht eingehalten, sondern er hat von meiner Frau, sie hat von ihrem Mann gesprochen. Das sind Kleinigkeiten, die zeigen, die beiden waren wirklich ein tolles Paar. Sie hat nie den Funken eines Zweifels gelassen, auf welcher Seite sie steht. Depan. Hier kann die belgische Armee ein kleines Terrain behaupten. Nur 12 Kilometer hinter der Frontlinie entsteht ein Lazarett. Königin Elisabeth hat ihre 3 Kinder nach England geschickt. Sie bleibt im Krieg hier. Fast täglich besucht sie die Verwundeten. Das gefällt nicht allen. Man würde doch meinen, die Öffentlichkeit schätzt ihren Einsatz. Aber das war gar nicht der Fall. Eine Königin als Krankenschwester, das ging damals gar nicht. Dabei war das genau die Botschaft Elisabeths. Lasst uns helfen. Und viele adlige und bürgerliche Frauen folgten dann auch ihrem Vorbild. Bis heute wird ihr Ansehen in Belgien hochgehalten. Die königliche Krankenschwester. Auch Königin Mathilde schätzt ihre Vorgängerin und deren Sinn fürs Praktische. Elisabeth hatte schon sehr früh ein Gespür für alles Medizinische. Warum? Weil ihr Vater Augenarzt war. Sie war eine Persönlichkeit, die die belgische Königsfamilie sehr geprägt hat. Sie sehen hier eine Büste von ihr auf dem Kamin. Sie ist 1965 gestorben. Mein Mann hat noch eine vage Erinnerung an sie. Und sie lebt in unseren Erinnerungen fort, denn unsere Tochter trägt ihren Namen Elisabeth. Es ist ein Name, den wir beide sehr mögen, mein Mann und ich. Kronprinzessin Elisabeth, die älteste Tochter der Königin. 2014, mit damals 12 Jahren, hält sie eine kleine Rede, auch auf Deutsch. Ein Appell für den Frieden. Es ist an uns Jugendlichen, unsere Fackel hochzuhalten und so wie heute eine Lichterfront zu bilden. Bewährungsprobe bestanden. Schloss Laeken mit seinen berühmten Gewächshäusern, Residenz der königlichen Familie. 4 Kinder hat das Königspaar. Seit Anfang der 90er Jahre gilt in Belgien das Erstgeburtsrecht. Nicht der erste Sohn wird Thronfolger, sondern das erste Kind. Und das ist Kronprinzessin Elisabeth, die einmal belgische Königin wird. Der Spagat zwischen Familie und Beruf ist auch für Mathilde eine Herausforderung. Sie hat sehr lange Tage. Sie arbeitet hart. Und doch sieht sie immer piekfein aus.
als ob sie gerade 2 Wochen Urlaub gehabt hätte. Sie will stark sein, ein Vorbild sein. Ihre Familie ist der Ort, wo sie die Belastungen des Alltags vergessen kann. Ja, die de Zweep kann afleggen. Das funktioniert sehr gut. Und ihre Familie fühlt sich offensichtlich sehr wohl dabei. Das lukt auch. Je sieht, dass das Gesin sich auch gut fühlt bei die Rolle. In der Öffentlichkeit werden sie auf Schritt und Tritt beobachtet. Auch wie Mathilde ihre Rolle als Mutter erfüllt. Sie hat natürlich Personal, aber es ist ihr sehr, sehr wichtig, für die Kinder da zu sein. Selbst wenn sie am anderen Ende der Welt ist, vergeht kein Tag, an dem sie nicht telefoniert oder skypt, um zu wissen, wie es den Kindern geht, wie es in der Schule war, was zu Hause läuft. Das macht sie gut, aber sie fordert auch viel von ihnen. Klavierspielen zum Beispiel. Sie selbst hat es noch als Erwachsene gelernt. Musik ist sehr wichtig für mich, auch in der Erziehung der Kinder. Ich unterstütze das sehr. 2 spielen Klavier, 1 Saxophon, ein typisch belgisches Instrument übrigens, und die Jüngste spielt Geige. Tradition und Moderne. Der Musikleidenschaft der Königin entkommt niemand. Alle schleppt sie mit ins Konzert, groß und klein, und königliche Kolleginnen wie Maxima. Der Königin-Elisabeth-Wettbewerb, benannt nach Elisabeth von Bayern. Mathilde ist Ehrenpräsidentin. Die Königin leitet den Wettbewerb natürlich nicht. Im Französischen sagt man ja, der König herrscht, aber er regiert nicht. In unserem Fall heißt das, dass wir mit dem Vorstand die Geschäfte führen. Aber wir informieren die Königin. Und wenn wir ihre Unterstützung haben wollen, müssen wir ihren Ansprüchen genügen. Und das heißt höchste Qualität. In Sachen Musik jedenfalls spielt Mathilde die erste Geige im Königshaus. Ich habe das Zepter 2014 übernommen. Und das ist eine Arbeit, die mir sehr wichtig ist. Die Unterstützung all dieser jungen Talente, die ihre ganze Liebe der Musik widmen. So oft ich kann, bin ich dabei. Auch um all diese Begabungen zu entdecken. Nur eine Monarchie, die mit der Zeit geht, kann heute bestehen. Auch Königin Mathilde muss sich beweisen. Das nötige Rüstzeug bringt sie mit. Sie hat viele Erfahrungen aus ihrer Berufszeit in den Job eingebracht. Vor allem das unterscheidet sie von ihren Vorgängerinnen. Gerade auch bei den Auswärtsterminen ist sie sehr versiert. Sie ist überzeugt von dem, was sie tut. Und wenn sie etwas macht, dann zu 100%. Das heißt auch, egal wo, die richtigen Worte finden. C'est vous le professeur. Vous êtes courageux de les emmener tous ici et qu'ils ne soient pas dispersés. C'est votre première expérience ici? Oh, bonjour. Beim Besuch der Brüsseler Buchmesse muss die Königin lavieren zwischen den Landessprachen. Belgien ist in Regionen geteilt, kulturell, politisch. Knapp 6 Millionen Flamen stehen rund 4 Millionen französischsprachigen Wallonen gegenüber. Brüssel ist zweisprachig. Im Osten wird auch Deutsch gesprochen. Also die deutsche Minderheit in Belgien oder die Ostbelgier sind eigentlich die treuesten Belgier im Endeffekt, weil die Ostbelgier stehen sehr stark hinter Belgien, der Nation Belgien, und das Königspaar ist natürlich das Symbol für Belgien. Die Krone ist um Ausgleich bemüht und steht für die Einheit. Doch sie müssen täglich beweisen, dass ihr Einsatz dem Land etwas bringt. Belgien ist noch relativ jung, 1830 gegründet.
Monarchien bestimmten damals die Weltpolitik. Wenn wir nochmal von vorne beginnen müssten, dann wohl ohne eine Königsfamilie. Aber wir stehen ja nicht bei Null. Stabilität, Unparteilichkeit, das zeichnet das Königshaus heute aus. Das ist seine öffentliche Rolle, jenseits der Tagespolitik. Drei Viertel der Bevölkerung steht hinter der Krone, sagt eine aktuelle Umfrage. Für den zweifelnden Rest setzt der König auf seine Frau. Ich kenne da jemanden, der ist ein richtiger flämischer Nationalist, ein Geschäftsführer, wirklich kein Anhänger der Königsfamilie. Aber auf einer Sitzung mit der Königin hat sie auch ihn beeindruckt, weil sie so gut vorbereitet war. Sie hatte sich die Organisation vorher gründlich angeschaut. Ich frage also den Direktor danach, und wie war's? Und er sagte, vielleicht ändere ich ja meine Meinung. Ich wusste wirklich nicht, wofür wir eine königliche Familie brauchen, aber sie ist schon richtig gut. Seit 20 Jahren steht sie nun an der Seite des belgischen Königs. Doch wie alles begann, weiß niemand. Wie sich Philippe und Mathilde kennengelernt haben, das ist noch immer ein Geheimnis. Niemand weiß Näheres. Aber man weiß, sie bewegten sich in denselben Kreisen, der Welt des Adels. Natürlich trifft man da auch auf die königliche Familie. Außerhalb des Adelsalltags studiert Mathilde erst Logopädie in Brüssel, dann Psychologie an der Katholischen Universität Louvain. Als sie mit 23 Jahren den damaligen Kronprinzen kennenlernt, hat sie bereits eine eigene logopädische Praxis und ist sehr diskret. In der Öffentlichkeit glaubte jeder, über Philipps Liebesleben Bescheid zu wissen. Wen er heiraten würde, ob er verliebt war. Wunder, was alles in den Zeitungen stand. Alles falsch. Das Geheimnis wurde bis zur letzten Minute bewahrt. Als Philippe Mathilde vorstellte, wusste keiner, dass diese Liebe schon einige Zeit lief. Das war eine Sensation. Zur Verlobungsfeier 1999 lädt das Paar auch das Volk ein. 4 Stunden Fernsehen live. Es folgen Antrittsbesuche in den Provinzen. Für die zukünftige Braut eine Bewährungsprobe. Vom belgischen Parlament ist die Ehe genehmigt worden. Aber das Volk muss Mathilde noch für sich gewinnen. Die Tour verleiht der Monarchie neue Popularität. Im Grunde stimmte die Chemie zwischen ihr und dem belgischen Volk vom ersten Moment an. Einige Kommentatoren sprachen von einer Mathildomania. Für den König ist es ein Trumpf, eine so beliebte Königin an seiner Seite zu haben, die so natürlich ist im Umgang mit den Menschen. Am 4. Dezember 1999, nur 3 Monate nach der Verlobung, treten Mathilde Düdekem d'Acoz und Kronprinz Philipp vor den Altar. Es ist die letzte königliche Hochzeit des 20. Jahrhunderts. Und wieder ist Mehrsprachigkeit gefragt, treue Schwur auf Flämisch. Philipp, nimm diese Ring als Stege von meiner Liebe und Trau. Damit ist sie Kronprinzessin. Was das bedeutet, wissen ihre Vorgängerinnen nur zu genau. Schwiegermutter Königin Paola und Altkönigin Fabiola. 1960 heiratet Fabiola den belgischen König Baudouin. Aus Liebe. Mit 21 Jahren war Baudouin König geworden. 9 Jahre dann auf der Suche nach einer passenden Frau. 5-mal wird Fabiola schwanger. Jedes Mal eine Fehlgeburt. Für die Monarchie eine Tragödie. Eines Tages, bei einer Rede an die Nation, erklärte sie, dass sie verstehe, warum sie kinderlos sei. Weil sie nämlich so ein großes Herz für alle Kinder Belgiens haben konnte. Das war eine elegante Art, ihr Schicksal zu akzeptieren.
Fabiola wird die Mutter aller Belgier. Philipps Mutter Paola ist mit Albert, dem Bruder von König Baudouin, verheiratet. Der Thron ist fern. Da stirbt Baudouin 1993 überraschend. Eigentlich sollte Philipp schon damals zum Zuge kommen. Doch sollte der neue Monarch auch verheiratet sein, so sprang Philipps Vater für ihn ein, als Albert der Zweite. Eine Überraschung. Alle, sogar der ehemalige Premierminister, waren sich sicher, dass Philipp die Nachfolge von König Baudouin antreten würde. Und auch Paola hätte nie damit gerechnet, jemals Königin zu werden. Sie hatte auch gar keine Lust darauf, mit all den Bürden, die der Job mit sich brachte. Aber als Paola dann Königin war, fand sie sich mit ihrer Funktion ab. Ich war absolut nicht vorbereitet und hatte Angst, dass jeder merkt, wie schüchtern ich bin, gesteht Königin Paola später ein. Doch die neue Verantwortung hat auch ihr Gutes. Paola und Albert hatten in ihrer Beziehung eine lange, schwierige Phase durchgemacht. Sie standen kurz vor der Scheidung. Aber sie haben sich wiedergefunden. Sie lieben sich, sie stehen sich nah. Und als Königin sollte Paola wirklich eine Stütze für Albert sein und auch eigene Aufgaben übernehmen. Der Druck von der Straße fordert ihr Engagement. Mitte der 90er wird Belgien von einem Kinderschänderskandal erschüttert, der Fall Dutroux. Ein bestialischer Serienmörder, der Mädchen zwischen 8 und 19 Jahren einsperrt und missbraucht. 4 sterben, nur 2 überleben. Das Versagen der Behörden führt zu einer Staatskrise. Der Fall Dutroux berührte damals ganz Belgien. Königin Paola und König Albert kamen extra aus dem Urlaub zurück, als man die Leichen der vermissten Mädchen fand. Sie empfingen die Eltern, hörten ihnen zu. Sie zeigten ihr Mitgefühl für die Kinder und ihre Angehörigen. Die Stiftung Child Focus für vermisste und sexuell ausgebeutete Kinder wird gegründet. Mit einer Hotline berät sie Opfer und Angehörige und unterstützt bei Aufklärung und Prävention. Königin Paola wird die Schirmherrin. Königin Paola war wirklich sehr betroffen. Sie zeigte viel Einfühlungsvermögen. Als König Albert abdankte, kontaktierten uns viele und sagten, sie seien wirklich traurig. König und Königin waren ein Trost für die Eltern der missbrauchten und ermordeten Kinder. Große Fußstapfen für Mathilde, die als Königin die Schirmherrschaft von ihrer Schwiegermutter Paola übernimmt. Als studierte Psychologin bringt sie die nötige Erfahrung mit. Königin Mathilde ist es sehr wichtig, selbst aktiv zu werden. Sie möchte mitarbeiten. Sie interessiert sich auch sehr für unsere Online-Arbeit. Klar, sie ist Mutter von Kindern, Teenagern. Und als Psychologin sehr interessiert an der Thematik. Sie weiß sehr gut, wie man mit Opfern umgeht, wie man sie anspricht. Staffelübergabe von Königin zu Königin. Bei seiner Abdankung im Juli 2013 dankt König Albert seiner Frau Paola. Königin Paola hat mich in meiner Arbeit in diesen 20 Jahren immer unterstützt. Dafür möchte ich ihr herzlich danken. Jetzt ist Mathilde Belgiens neue Königin. Es ist ein großer Moment in ihrem Leben und dem ihres Hofschneiders.
Als ich in der Presse las, dass König Albert abdanken wollte, dachte ich mir, aber ich habe doch noch keinen Anruf erhalten. Und tatsächlich, am nächsten Tag rief Mathilde an und fragte mich, was wollen wir machen? Ich weiß, es ist nicht viel Zeit. Und ich sagte dann, ich würde Weiß vorschlagen. Weiß ist sehr sichtbar und gleichzeitig zeitlos, wie ein Hochzeitskleid. Denn so eine Krönung ist ein Moment für die Ewigkeit. Vorbei sind die Zeiten großer königlicher Roben. Heute gilt, auffallen, ohne aufdringlich zu sein. Für jeden Anlass das Angemessene finden. Darin ist Vermöhlen Meister. Seit 1999 berät er die Königin, hat auch Mathildes Hochzeitskleid entworfen. Zu Beginn jeder Saison kommt die Königin, um sich die neue Kollektion anzusehen. Mit ihrer Sekretärin schauen wir dann auf die offiziellen Termine, Staatsbesuche zum Beispiel. Zweimal im Jahr stellen wir dann etwas zusammen, je nach Anlass oder Reise. Im März 2019 geht es nach Südkorea zum Staatsbesuch. 17 Termine in 5 Tagen. Nach 11 Stunden Nachtflug der erste Einsatz, Begrüßungszeremonie in Seoul. Kurz ins Hotel und in neue Kleider. Besuch einer traditionellen Teezeremonie. Offizielle Begrüßung durch den koreanischen Präsidenten. Gedenkfeier am Mahnmal für den Koreakrieg. Besuch einer Meisterklasse und einer belgischen Leistungsschau in Seoul. Dazu kommt das internationale Engagement, UNICEF, Klimawandel, Songdo, eine Smart City. Und zwischendurch ein Treffen mit Ex-UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Er hat sie als UN-Botschafterin gewonnen. Ich danke Ihrer Majestät. Bitte einen großen Applaus. Bei den Vereinten Nationen weiß man, was man an ihr hat. Genau das haben wir gesucht. Nicht nur ein Aushängeschild, sondern jemanden, der zu den Themen auch etwas zu sagen hat. Ich denke, dass sie ihren Job sehr gut macht. Ich bin sicher, andere Engagements werden folgen, weil sie wirklich liefert. Die Auftritte in der Welt werden daheim vorbereitet. Ihre engsten Mitarbeiterinnen, zwei ehemalige Diplomatinnen. Madame Fustier, die rechte Hand der Königin, und Madame Franquinet, die Sonderbeauftragte für nachhaltige Entwicklung. Unser Besuch übermorgen an der Universität Gent. Es geht um die Nachhaltigkeitsziele. Für UNICEF reist Mathilde im Juni 2019 nach Kenia. Am ersten Tag besucht die Königin ein Flüchtlingslager. Das ist am Dienstag? Überraschung! Zum ersten Mal ist Kronprinzessin Elisabeth dabei. Im Lager verteilen die Royals Hilfsgüter an Flüchtlinge aus dem Sudan und Somalia. Wir haben da noch ein anderes interessantes Projekt, eine Fußballakademie. Oh. Fußball ist ansonsten nicht so ihr Ding, aber es gilt, die oft unbegleiteten Flüchtlingskinder zu unterstützen. Und dann geht es zu den Maasai. Die Idee dieses Besuches ist, dass die Königin mit den Dorfältesten spricht. Sie will Behörden unterstützen, die etwas für die Rechte von Kindern und Frauen tun. Die Ausbildung von Mädchen, sagt sie, habe direkt Einfluss auf Familie und Umfeld. Es geht darum, unsere menschliche Familie zusammenzubringen. Genau das macht sie. Klar, wir können natürlich für die Treibstoffemissionen kritisiert werden, die mit solchen Besuchen einhergehen. Aber das ist zu vernachlässigen, verglichen mit dem Erfolg, Menschen für die Ziele der UN zu gewinnen. Dabei darf die Königin der Politik nicht in die Quere kommen. Politische Meinungsäußerung ist untersagt. Dafür ist die Regierung zuständig.
Vizepremier de Croo ist auch Minister für Entwicklungshilfe. Manchmal begleitet er die Königin, auch wenn es kaum jemand bemerkt. Das ist schon sonderbar. Man besucht ein Flüchtlingslager oder ein Projekt in Ghana und nach ein paar Minuten existiere ich gar nicht mehr, weil sie so ein Publikumsmagnet ist. Mir ist es schon mehrmals passiert, dass die Sicherheitskräfte mich gegen die Wand geschubst haben und ich mich wehren musste. Hey, ich bin auch noch da. Ich habe aber darin nie ein Problem gesehen. Mit einem Satz macht sie es dann wieder gut. Für ihr humanitäres und gesellschaftspolitisches Engagement wird die Königin 2017 mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet. Es gibt Kritiker in Belgien, Gegner der Monarchie, die ihr vorwerfen, eine politische Rolle zu spielen, die so nicht in der Verfassung steht. Aber es gibt Grauzonen, in denen sie sich schon erlauben kann, die Initiative zu ergreifen. Die Lebensbedingungen sozial Benachteiligter im eigenen Land verbessern, das will der Königin Mathilde Fonds. Jährlich gibt es auch einen Preis zu gewinnen. Niemand solle zurückgelassen werden, weder in Afrika noch in den Vororten Brüssels. Das Credo der Königin. Da gibt es eine Familie mit 4 Kindern von 17, 16, 13 und 10 Jahren. Die sind sehr musikalisch und wollen ein Stück spielen. Beinahe so alt wie meine Kinder. Wie alt sind sie? 17, 16, 13 und 10 Jahre. Beinahe dasselbe Alter. Am obligatorischen Weihnachtsbild kommt keine Königsfamilie vorbei. Doch nur heile Weltstimmung verbreiten passt nicht in die Zeit. Das weiß auch die Königin. Das ist schon eine riesige Verantwortung. Sie gehört nicht mehr ganz sich selbst. Auch sie ist zur Projektionsfläche geworden. Viele verbinden mit ihr die Hoffnung auf ein besseres Dasein. Das ist eine Lebensaufgabe. Beruf Königin. Ein Job, zu dem man sich berufen fühlen sollte. Ich glaube, dass sie wirklich etwas ausrichten kann. Eine Königin bekommt Aufmerksamkeit, kann die Einstellungen der Menschen verändern. Sie schafft Öffentlichkeit und ein Problembewusstsein und zeigt auf, dass jeder Einzelne von uns Verantwortung trägt. L'Union fait la force. Einheit macht stark, ist der Wahlspruch des belgischen Königshauses. Auch für Mathilde.